Hi zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. 2014 gab es auf YouTube einen Tag 5 unter 5. Ich musste so ein bisschen schmunzeln. Ich habe mal geguckt, wie viele Videos in der Form es auf meinem Kanal gibt. Und das sind gar nicht mal so viele. Aber 2014 war es einfacher, 5 Produkte unter 5 rauszusuchen. Es ist aber so vom Sortiment her, was der DM inzwischen anbietet, wesentlich besser geworden. Auch von Produkten, die einfach von der Qualität her besser sind. Also da war es 2014 nicht ganz so einfach. Aber ja, es gibt halt wesentlich mehr Produkte jetzt auch, die halt mehr wie 5 oder weniger kosten. Ich hatte mir schon überlegt, ob ich in 6 unter 6 mache. Aber auch das hätte irgendwie nicht so gereicht. Ich werde auf jeden Fall von dem Format auch noch eine Isana Rossmann Version machen. Du kannst mir auf jeden Fall mal deine Sachen unten reinschreiben. Ich würde mich freuen. Wir fangen jetzt mal mit einem Produkt an. Ich werde euch die Preise immer einblenden. Und das ist das neue Serums Intensivserum von Baliamed Ultra Sensitive. Hier haben wir Q10, Ectoin. Aber das sind halt Inhaltsstoffe, die da nicht so viel enthalten sind. Also man kann nicht zu viel von solchen Produkten erwarten. Es hat trotzdem eine beruhigende Wirkung. Die Shenya hat das Produkt schon ausprobiert und hat gemeint, das sei relativ reichhaltig, also das sei eher was für den Winter. Da ich momentan immer noch so ein bisschen am Aufbrauchen bin und das Produkt extra auch noch vorstellen möchte, bleibt jetzt bei mir erstmal zu. Also es ist wie gesagt neu gekauft und das ist eigentlich auch das einzigste Produkt, zu dem ich gar nichts sagen kann. Also diese Eigenmarken haben definitiv ihre Daseinsberechtigung und die Sachen, die sie eben rausbringen, man muss halt genauer hingucken. Es ist schon noch viel Ramsch dabei, aber diese Sachen hier mit Wirkstoffen, auch wenn sie nur wenig enthalten sind, haben trotzdem ihre Daseinsberechtigung und haben dennoch eben eine beruhigende Wirkung auf die Haut, was ja auch eine richtig tolle Sache ist. Ich war ganz froh, dass das hier unter 5 Euro gekostet hat. Als ich nämlich die Video-Idee hatte, habe ich jetzt mal geguckt, was von den Sachen hast du denn schon da? Wenn ich euch Videos habe zu den Produkten, die ich bereits schon vorgestellt habe, dann werde ich die auf jeden Fall unter das i packen. Das hier habe ich vorgestellt, weil das ist ein Oldie but Goldie für mich, weil das kaufe ich immer wieder nach. Ähnelt diesem No-Produkt für 8 Euro. Hier zahlt ihr unter 5 Euro, was eine richtig tolle Sache ist. Ich habe die Preise, wie schon erwähnt, nicht wirklich im Kopf jetzt. Die blende ich euch aber definitiv ein. Hier muss man natürlich aufpassen, wenn man eine empfindliche Haut hat. Und vor allem, ich weiß nicht, ob ich das an der Stelle immer noch sagen muss, Sonnenschutz tragen. Wer mit Säuren rumhantiert und wenn es auch nur Säuren sind, die nicht ganz so im sauren Milieu sind, das ist 4 bis 5 pH-Wert hier, man trägt trotzdem Sonnenschutz. Aber bei empfindlicher Haut kann es hier dennoch irgendwie zu Reaktionen kommen, also passt da auf jeden Fall auf. Ich liebe das Produkt, auf jeden Fall. Ich habe mir das jetzt auch schon zigmal nachgekauft und ich werde mir das auch weiterhin nachkaufen. Mache aber jetzt eine Pause damit, weil ich tatsächlich ein No-Produkt habe, da sind Säuren dann kontraproduktiv und jetzt werde ich dann höchstwahrscheinlich erstmal mit dem Baliamed Ultra Sensitive Waschgel weitermachen, was ich ja früher 2021 schon in meinem 5 unter 5 vorgestellt habe. Ich verlinke euch am besten das letzte 5 unter 5 auch einfach mal unterm i, falls du es nicht gesehen hast. Ein Shampoo, was ich wirklich empfehlen kann, ist das hier. Das ist das Baliamed Ultra Sensitive Shampoo. Und das ist richtig gut. Hier ist ein bisschen Niacinamid sogar drin, im Gegensatz jetzt zu dem Isana, welches ich auch habe. Und ab und zu brauche ich Shampoos, die ein bisschen fester reinigen. In dem Isana ist SLS drin, also Sodium-Laurelsulfat, was ja relativ aggressiv reinigt. Aber wenn du wie ich Haare hast, die halt sehr, sehr schnell fettig werden, musst du halt aufpassen mit Produkten, die eben austrocknen. Und was ich halt an der Isana-Variante nicht so gut finde, die haben ja einen Marketing-Move sozusagen, wo es heißt, du könntest das Shampoo jeden Tag verwenden. Würde ich nicht machen. Also das trocknet dann schon auch aus. Hier haben wir Kokoglycoside drin, die sind schon mal besser als das SLS. Und meiner Meinung nach wirkt das auch wesentlich beruhigender auf meine Kopfhaut. Man hat ein bisschen mehr, es ist vom Preis auch wirklich in Ordnung. Wie schon erwähnt, ich weiß die Preise nicht auswendig.
Und das ist seit jeher im Standardsortiment von der Variante. Falls jemand bist, der ein bisschen Spülung im Haar braucht, gibt es auch eine Spülung. Ich brauche das bei meinen Haaren und bei meiner Haarstruktur nicht. Falls du eben mehr über die Produkte wissen möchtest, also wenn ich Videos über die Produkte gemacht habe, dann findest du die auf jeden Fall unter dem i. Da findest du auch mein 2021 Video über die 5 Produkte unter 5. Die gibt es auch noch alle und die kennt man von mir auch. Und das ist eben das Tolle. Das sind halt eben Standardprodukte, die ich halt immer wieder nachgekauft habe. Bei denen weiß ich jetzt nicht, ob das meine Standardprodukte bleiben. Aber dieser Reinigungsschaum aus dieser Hautreihenreihe, der ist echt nicht übel. Aber ich muss an der Stelle sagen, das wird jetzt zum Beispiel ein Produkt sein. Ich habe es auch in der Vergangenheit nicht so mit diesen Mit Reinigungsschaum hatte ich es nie so. Das habe ich auch nicht angewandt und ich habe auch nie so richtig das Bedürfnis gehabt, einen Reinigungsschaum zu kaufen. Da wollte ich halt einfach mal ausprobieren, kann der was, ist der was? Und ich finde ihn relativ gut. Und ihr wisst ja, ich habe so ein bisschen einen kleinen Hang zu Säuren und hier haben wir eben auch zwar recht niederdosiert AHA und BHA. Und ich vertrage ihn, aber jemand, der eine empfindliche Haut hat, der muss natürlich aufpassen mit Säuren. Auch da ist es natürlich so, dass wenn du empfindlich reagierst und du merkst, meine Haut mag das nicht, dann solltest du solche Produkte eben absetzen. Also bei Säuren immer vorsichtig sein, auch wenn es nur Produkte sind, die du wieder gleich runterwäschst, kannst du dennoch negativ reagieren. Also da immer auf deine Haut doch so ein bisschen schauen. Ich finde so einen Reinigungsschaum, das ist halt schon teuer und die Flasche war ruckizucki leer. Ich habe gedacht, das hält mir länger. Aber naja, also das wird jetzt beispielsweise ein Produkt sein, was ich mir jetzt nicht unbedingt nochmal nachkaufen würde. Also es war aber ganz interessant, das mal auszuprobieren. Kennst du den? Hast du andere Erfahrungen mit dem gemacht? Er war übrigens ein Teil meiner letzten Review-Woche, falls du die nicht gesehen hast. Mal schauen, ob ich dir statt dem Video die Playlist unters i lege, weil ich habe hier nur 5 Plätze frei. Last but not least ist die neue Body Cream mit Sika von Balea Ultra Sensitive und auch hier sind wir unter 5 Euro und man bekommt einen richtig krassen Bottich. Diese Bottiche sind nicht immer positiv, ne? Also ich hatte glaube ich mal so eine Creme und die ist mir kaputt gegangen, weil es ist nicht zu verkennen, wenn du mit dem Finger in so eine Creme reingehst und relativ lange an so einer Creme rummachst, dann naja, den erkläre ich es. Ne? Also meine Zuschauer sind dann halt auch diejenigen, die sich mehr mit Skincare auseinandersetzen. Ich habe schon einiges verbraucht. Ich muss halt durch das, dass ich Kompressionsstrümpfe trage, schon Pflege anwenden, besonders für meine Beine. Das ist ganz wichtig, weil sonst kriege ich da so offene Stellen durch das Tragen von den Kompressionsstrümpfen. Ich vergesse es dennoch ab und zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich aber ganz gut finde, und die ist sogar ein Favorit für mich der letzten Zeit, dass die ein bisschen fester ist, dass sie sich gut auftragen lässt, dass die nicht so mega fettig ist dennoch, aber fest und reichhaltig. Und man kann sie für die Hände verwenden. Ist somit eine richtig tolle Angelegenheit, weil bis jetzt habe ich immer die Bodycream von Isana mit den 10% Urea. Und auch die ist nicht so mega fettig und die pflegt aber dennoch richtig gut. Und da kann die wirklich mithalten. Und die zwei verwende ich gerade abwechselnd und ich finde die richtig toll. Und ich denke, die werde ich schon leer bekommen. Auch wenn ich mich einfach zu unregelmäßig eingrebe, was nicht so gut ist. Ne? Also vergesst euren Körper nicht, aber wenn ihr auch so jemand seid, der eher mit Duftstoffen inzwischen auf Kriegsfuß sind, guckt euch die mal an. Ich finde die echt super und die kriegst du halt auch für kleines Geld. Du merkst, Skincare muss nicht teuer sein. Also schreib mir deine 5 Produkte unten in die Kommentare. Es müssen nicht Skincare-Produkte sein. Du kannst mir ja auch von DM Kosmetik, Waschmittel, Spülmittel. Ich bin... Also ich freue mich schon auf eure 5 Produkte, denn da kann man sicher noch das ein oder andere mitnehmen, würde ich sagen. Wie sieht es also bei dir aus?
Schreibt es unten in die Kommentare. Wie du mich unterstützen kannst mit einem Daumen nach oben und wenn du mein Video weiterempfehlst. Ich sag danke fürs Einschalten. Ich freue mich auf eure Kommentare und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss!